Komm, so haben wir gestern bei der ersten Antiphon schon gesehen, mit diesem alten Ruf, diesem urchristlichen Alphabet, endet auch die zweite Urantiphon, ja, endet jede. Und doch wird dieses Kommen immer noch einmal neu ausgeleuchtet. Komm, uns zu lehren, so haben wir gestern von der Weisheit Gottes gesungen, die die ganze Schöpfung durchdringt, ja, die von Anfang an bei Gott war, die der ganzen Schöpfung, allem, was ist, zugrunde liegt. Heute singen wir Veni ad redimendum nos. Komm uns zu erlösen. Und wir haben in diesem Advent schon einmal darüber nachgedacht, ob das wirklich ein zeitgemäßer Gedanke ist. Wovon erlösen? Wer nach dem Erlöser ruft, will befreit, will erlöst werden. Spielt das heute überhaupt noch eine Rolle? Sind wir nicht erlöst, befreit? Dem nachzugehen, ist sehr adventlich. Unsere Antiphon greift zurück auf die konkrete Geschichte Israels, als Israel überhaupt erst Israel wurde, als Gott sich sein Volk gebildet hat, indem er dieses Sklavenvolk, diese Sklavenstämme herausgeführt hat aus Ägypten. Als Befreier Gott, als Gesetzgeber, als Anführer. Das ist die Grunderfahrung Israels, die wir uns in unserem Advent zu eigen machen. Weil wir wissen, dieser Gott ist nicht ein unbekannter Gott, nicht einfach ein namenloser Gott, sondern es ist Christus selber. Christus ist unser Anführer. Christus ist unser Gesetzgeber. Christus unser Erlöser und Befreier. Und so wird dieses Urereignis Israels zu unserem Ereignis. Und doch bleibt die Frage, aus welchem Sklavenhaus müssen wir herausgeführt werden? Die Väter antworten darauf in den österlichen Orationen, wenn sie über die Taufe nicht nur nachdenken, sondern mit dem Geschehen der Taufe oder in das Geschehen der Taufe hineinbeten: Du hast uns herausgeführt aus dem Sklavenhaus der Sünde hinein in das Land deiner Freiheit, der Kirche. Und vielleicht denken wir, naja, ein schöner Gedanke der Kirchenväter. Aber ist das wirklich wahr? Lassen wir uns überhaupt herauslocken aus unseren verschiedenen Sklavenhäusern, denen wir uns verschrieben haben, die uns verknechten, die uns unfrei machen, ohne dass wir es uns vielleicht eingestehen? Und die zweite ebenso spannende Frage, die aufsteht, ist: Du hast uns geführt in das Land deiner Freiheit, der Kirche. Uns fallen gleich tausend Sachen ein, die dagegen stehen. So, wir sagen, aber die Kirche ist doch gerade so eine Institution, die unfrei macht. Die Kirche ist doch ein neues Sklavenhaus. Und vielleicht ersteht jetzt 500 Jahre nach der Reformation noch einmal neu auf, was Luther meinte. Dass diese ganze Päpsterei eine einzige Sklavenherrschaft ist. Wie kann man da von der Kirche sprechen? Das ist alles Abarbeiten an der Oberfläche, liebe Schwestern und Brüder. Das, was die Väter beteten, gilt auch heute. Und wir haben die Institution der Kirche, das ihr Wesen, das Lebendige der Kirche, noch nicht verstanden. Wenn wir nicht ein Schlagwort daraus machen, wie das unsere protestantischen Schwestern und Brüder in diesem Jahr taten, Kirche der Freiheit, das ist eine billige Überschrift, aber nicht mehr. Ausgedacht in Büros, wohltemperiert, mit einem gemachten Frühstück. Und das gibt es hüben wie drüben. Da müssen wir nicht die Nase rümpfen, das gibt es bei uns auch so. All das hat mit Kirche wenig zu tun. Davon sprechen die Kirchenväter nicht. Sie meinen das Wesen der Kirche, ihr bräutliches Dasein,
ihr lebendiges Wesen, das sie dann am lebendigsten ist, selbst unter Verfolgung, wenn sie sich ganz auf Christus hin ausrichtet, wenn sie für ihn lebt, sich nach ihm sehnt. Und so wie wir, wie vielleicht viele mit uns an diesem Abend nach Christus rufen. Komm, unser Erlöser, ohne dich sind wir nicht frei, ohne dich sind wir nicht erlöst, ohne dich haben wir keine Orientierung, weil es kein Gesetz gibt, das über dir zu stehen vermag, keines so weise ist und durchdrängt wahrhaft vom Geist der Freiheit, von dem, dass der Mensch zu sich selber findet, zu seiner eigenen Größe, zu seiner eigenen Berufung. Komm und führe uns an. Komm und erlöse uns. Führe mich aus dem mir eigenen Sklavenhaus.